Was geht ab, Freunde? Heute zeige ich euch, wie wir in die Web-App starten, obwohl es keine Welcome-Backpacks gibt und wir somit echt viel schwieriger an Coins kommen, zeige ich euch trotzdem den Weg, wie wir an Coins kommen und wie wir irgendwie die Web-App dann trotzdem nutzen können, um halt ein bisschen voranzukommen, während die ganzen anderen Creator schon spielen können, Packs öffnen, geile Spieler ziehen, Coins machen. Ja, hat EA uns dieses Jahr noch mehr Steine in den Weg gelegt, dass wir mit der Web-App irgendwie vorankommen. Nichtsdestotrotz, lasst schon mal ein Like und Kommentar da für den Algorithmus. Und natürlich auch ein Follow, um in Zukunft solche Videos nicht zu verpassen, weil wir natürlich versuchen, dann das System ein bisschen zu dribbeln, die Steine aus dem Weg zu legen, die EA Sports da platziert hat. Deswegen würde ich auch sagen, ihr seht es hier, FC24 Ultimate Team, Ultimate Team, Web App in Kürze verfügbar. Heute Abend, 19, 20 Uhr, würde ich schätzen, geht das Ganze los. Und dann können wir in die Web-App rein. Mehr gibt es hier auch noch gar nicht zu zeigen. Ihr seht es hier oben, ich habe mir ein paar Tabs vorbereitet, um da einfach mal mit euch durchzugehen, weil ich kann ja noch nicht in die Web-App reingehen oder ins Spiel reingehen und euch das Ganze dort zeigen. Aber ich habe halt hier ein paar Quellen, um das einfach mal mit euch durchzuspielen. Erste Quelle, ne, packe ich euch einfach auch mal in die Beschreibung. Geteiltes Hack ist immer besseres Hack. Tabak kennen wahrscheinlich eh schon die meisten. Könnt auch gerne ein Follow da lassen, das Video liken von dem Mann. Weil ich fand das Video sehr gut. Ich starte EAFC Ultimate Team. Und er hat dann halt ein bisschen gezeigt, ne? Er ist reingegangen und so, und daran konnte ich mir dann auch nochmal ein bisschen veranschaulichen, wie das jetzt am Ende des Tages wirklich alles aussieht. Und da haben auch die ganzen Leute auf Twitter und so weiter natürlich auch die ganzen Infos, dass zum Beispiel auch die fortgeschrittenen SBCs untrade sind. Die waren irgendwie am Anfang für die Creator tradable. Ach, kommen wir später zu. Also erstmal, erstes Ding hier, welche Nation wählen wir? Ich kann euch empfehlen, gerade wegen SBCs, wegen den fortgeschrittenen SBCs und so, würde ich Brasilien oder Argentinien nehmen. Weil es gibt eine Aufgabe zum Beispiel, da brauchst du 11 Spieler aus einer Nation, aber aus 11 verschiedenen Ligen, und da sind Brasilien und Argentinien immer sehr gut. Generell kannst du hier halt auch einfach Glück haben, dass da allgemein für die SBCs gute Spieler sind, aber eigentlich, ich sag mal so, zu 99% ist die Wahl eigentlich egal. Aber wir wollen natürlich diesen 1% mitnehmen und das Ganze versuchen ein bisschen zu beeinflussen, deswegen Brasilien oder Argentinien nehmen. So, dann hat Tabak sich jetzt hier für Deutschland entschieden und danach, ne, Pack-Animation, sehr cool, würde ich so eine 8 von 10 geben dieses Jahr. Ich habe die jetzt schon einige Male gesehen, weil ich natürlich schon auf Twitch und so unterwegs war und den Leuten zugeschaut habe. Was ich euch sagen will, ihr werdet natürlich auch in der Web-App dann hier Welcome Backpacks kriegen, aber es wird halt euer Team sozusagen aus der Nation ein bisschen gebildet, die ihr gewählt habt. Ihr seht, er hat Deutschland gewählt, deswegen einige Deutsche. So, und dann passiert eigentlich auch nicht mehr viel in der Web-App bei euch. Ja, das ist, ich weiß, obwohl kriegt man, ja doch, in der Web-App kriegt man es auch. Da wählt man Leihspieler aus, richtig, genau. Aber danach kommt noch eine sehr wichtige Wahl, und zwar hier, genau. Das können, machen wir über die Web-App auch, und zwar ein Trikot auszuwählen. Und hier, sehr, sehr wichtiger Call. Sehr, sehr wichtiger Call. Nimmt irgendwie ein Trikot, was cool ist, was beliebt ist, von einer beliebten Mannschaft oder so, damit ihr das am Ende des Tages verkaufen könnt. Weil ich glaube, die Dinger sollen Trade sein. Falls nicht, dann ist egal. Aber falls sie tradable sind, dann könnt ihr sie ja verkaufen bzw. abstoßen. Und es bringt euch Coins. Ihr seht es, er hat auch Inter Mailand und Bayern genommen, was glaube ich. Bei dem Wappen ist es genau dasselbe. Spanien wäre jetzt hier zum Beispiel meine Wahl oder Benfica. Der Rest, ja, weiß ich nicht. Irgendwie Melbourne Victory vielleicht. Sieht irgendwie noch cool aus mit dem Victory. Atletico kann man auch noch nehmen. Aber am besten halt immer so, wie gesagt, beliebte Sachen nehmen, die meisten nehmen. Und danach sind wir dann auch fertig. Ja, das interessiert uns nicht. Das wird in der Web-App, glaube ich, sogar auch gefragt, dass du die Points von FIFA 23 auf FIFA 24 übertragen kannst. Auf jeden Fall da dann nicht Nein drücken, sonst sind eure Points weg, falls ihr aufgeladen habt. Und ich glaube tatsächlich, dass dann Tabak hier einfach nur noch mal überall durchgegangen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, für uns, für die Web-App, sind hier keine relevanten Informationen mehr drin. Mehr werden wir am Anfang, denke ich mal, nicht bekommen, bis auf noch eine Sache, die zeige ich euch nochmal. Und zwar hier, von dem Bruder Swapix haben wir hier Founder Rewards, you have rewards waiting for you in the store. Open this pack to claim an exclusive set of Founders Cosmetics and a Founder Evolution to level up a player of your choice. Complete Founder Objectives to earn additional XP in the seasonal reward ladder. Good luck, Founder. So, das kriegen wir. Und das sind dann die beiden Packs. Und da ist halt sowas hier drin. Habe ich auch hier offen. Zack. FC Founder Badge, FC Founder Badge, FC Founder Badge, FC Founder Home Kit, FC Founder Away Kit. Cool. Also, keine Spieler. Klasse. Super. Untrade. Super. Aber, wie gesagt, ihr habt ja eben schon Trikots genommen und ein Wappen.
dadurch, dass ihr jetzt dieses Pack habt, könnt ihr Trikots und Wappen, also dieses hier auswählen, ne, irgendeins von den Wappen und die Trikots, und könnt halt, wie gesagt, die anderen Trikots verkaufen oder schnell verkaufen. Das heißt, ihr kriegt von den Trikots und von dem Wappen, was ihr eben gewählt habt, kriegt ihr wenigstens schon mal die ersten Coins. So, das ist schon mal wichtig, dass wir hier auf jeden Fall diese Wappen und Trikots bekommen, dass wir halt die anderen tradable Wappen und Trikots verkaufen können. So, ich hatte ja auch noch einen Post gefunden, wo das auch noch mal ein bisschen ausführlicher beschrieben ist. Deswegen will ich hier jetzt auch noch mal drauf eingehen. Also, leaked objectives to get 5000 Coins during web app. So, was steht hier? Nummer 1, choose a gold rare badge and kit. So, was ich euch eben gesagt habe, ne, ihr sucht euch hier gold rare Trikot und Wappen aus. Super. Könnt das dann discarden und kriegt ungefähr 1500 Coins. Ist euer Trikot und Wappen sogar was wert? Und ihr könnt es verkaufen. Glaube ich jetzt nicht, aber ne, könnt ihr ja probieren oder beziehungsweise gucken, wie teuer das ist. Open 2 Bronze-Packs. Also ihr sollt 2 Bronze-Packs öffnen für jeweils 750 Coins durch die 1500, die ihr habt. Und habt ihr 24 Items. So. Which you have to list on the transfer market for 1 hour. Each to complete the following objectives, weil es gibt Objectives und dadurch, dass ihr dann 24 Items habt, könnt ihr sowas hier machen. List Players, complete daily objectives, play matches, win matches. Ja, okay, das hier unten könnt ihr nicht machen, aber ihr könnt zum Beispiel schon mal List to Players machen. So, dafür kriegt ihr Coins und XP. Was ist hier der nächste Step? Dann 25 Buy Now, 30 Buy Now und so weiter und so fort. Da kriegt ihr auch jedes Mal Coins, wenn ihr dann 50 Spieler gelistet habt, 25 und so weiter und so fort. Das Geile daran ist, ihr könnt das Ganze immer wiederholen. Also, ne, hier, wo waren das jetzt? Mit dem Listen der Spielern. Also, wenn ihr 25 Spieler, ihr kriegt ja 24 Items, also ist nicht nur Spieler, was laber ich? 50, ah doch, Players, 50 Players. Oh shit, man. Oh shit, man. Ach so, stimmt. Aber ich glaube, dass Objectives auch zu Spielern zählen. So war es zumindest, glaube ich, letztes Jahr. Aber guter Call, stimmt. Das wird wahrscheinlich in den Kommentaren kommen. Gut, dass mir selber auch noch aufgefallen ist, dass da Players steht. Aber das, da sollten Objectives mit reinzählen. Dann habt ihr halt 24 Objectives, die ihr reinstellt. Und wenn ihr die nach einer Stunde nochmal wieder reinstellt, dann zählt das sozusagen wie 24 neue Objectives, soweit ich weiß. Das heißt, du hättest nach 2 Runden schon fast die 50 und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages, der hat auch, glaube ich, geschrieben, wie viele man dann am Ende bekommt. Ja, genau hier. They will give you 3500 Coins as reward. So, super. You now have 5k by discarding and objective rewards and can start with the advanced SBCs or to try it on a very limited market. So, und da kommt jetzt der Disclaimer, Jungs. Alles schön und gut, was ich euch bisher gezeigt habe. Soll das Video auf jeden Fall auch bringen für die Leute, die grinden wollen und irgendwie Gas geben wollen. Wir gucken dann natürlich heute Abend, ob man überhaupt traden kann, weil, wie gesagt, Advanced SBCs, hier gab es auch noch ein Foto, sind Untrade. Ja, klasse, das heißt, die wenigsten Leute wollen, ja, Untrade Packs, das heißt, die wenigsten Leute werden überhaupt irgendwelche SBCs machen. Und die einzigen, die spielen können, sind eh die Creator. Das heißt, wir, die in der Web-App sind, 90% der Leute oder 95% der Leute, selbst wenn sie das so grinden, was ich gerade gezeigt habe, und die ersten 5k irgendwie bekommen, schön und gut, vielleicht sogar 10k oder so. Wie willst du traden? Wie willst du traden, wenn keiner sich irgendwelche Spieler kaufen will, sei es Bronze, Silber oder Goldspieler für die SBCs? Wie willst du traden, wenn keiner spielen kann und keiner irgendwelche Spieler für sein Team braucht? Wie willst du traden, wenn keiner einfach nichts braucht? Bruder, der Markt wird einfach tot sein. Also ich bin echt mal gespannt, deswegen kann ich das jetzt ins Video nicht reinnehmen. Ich könnte euch natürlich jetzt so sagen, wie ich es letztes Jahr gemacht habe mit Trading etc. Aber es scheint so, als würde dieses Jahr ein anderes werden. Ich habe mir bei Twitter auch so viele Sachen geliked, Bruder. Also ich kann hier echt durchscrollen wie eine Eins. Und da sind so viele Trading-Tipps und so, die ich mir für später gespeichert habe. Mit meinen eigenen Trading-Tipps gepairt, Bruder. Da gibt es so viele Sachen, die man machen kann in der Web-App. Deswegen lasst auf jeden Fall auch schon mal ein Follow bei Twitter da. Weil wenn ich was like oder reposte, dann seht ihr das auf eurer Timeline meistens auch. Deswegen ist ganz cool für euch. Dann kriegt ihr da mal ein paar Trading-Tipps und so. Und ja, wie gesagt, ihr wisst jetzt, wie ihr in die Web-App reinstarten könnt und ob wir dann am Ende weiter traden können oder auf Freitag warten müssen, das werden wir dann ab heute 19, 20 Uhr sehen. Ich werde euch auf den Social-Media-Plattformen auf dem Laufenden halten, spätestens morgen wahrscheinlich mit einem neuen Video. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein und ciao.